Ja, ich finde, das war ein Spiel ja, auf Augenhöhe beider Mannschaften, die sich sehr viele Zweikämpfe geliefert haben. Ich fand sogar, dass wir 30 Minuten gebraucht haben, bis wir mal angefangen haben, uns dagegen zu wehren, gegen diese robusten Engländerinnen, die es einfach super machen, die sofort bei der Ballannahme da sind und sehr gut antizipieren, wo der Ball runterkommt. Und wir haben da ein bisschen länger gebraucht, bis wir im Spiel waren. In der zweiten Halbzeit, mit der war ich etwas zufriedener, weil wir da, fand ich, schon auch mehr und besser nach vorne gespielt haben und das auch irgendwo mehr wollten und auch hier und da mehr zweite Bälle gewonnen haben. Und ja, ich denke, wenn man jetzt vielleicht mal ein Tor gemacht hätte, die Chancen waren ja auch heute da, dann läuft so ein Spiel auch irgendwo anders. Aber es war heute wieder nicht der Fall. Von daher, ja, ist das ein 0-0, mit dem wir jetzt erstmal leben können. Aber unsere Schwächen, die sind heute auch wieder aufgedeckt worden, zum Beispiel eben mangelnde Chancenauswertung beziehungsweise technische Probleme unter Gegner, Raum und Zeitdruck. Meine guten Vorsätze, ja, erstmal gesund bleiben, das ist wichtig und das wünsche ich auch unseren Spielerinnen. Wäre schön, wenn alle mal wieder an Bord wären. Und ja, was nehmen wir uns vor? Wir versuchen uns natürlich vorzubereiten auf die Olympischen Spiele. Das Gute ist, dass sie relativ spät sind, dass die Spielerinnen erstmal nach der Saison Urlaub machen können, um so auch wieder Kraft zu tanken. Man hat heute auch gemerkt, dass viele am Limit auch spielen, weil es einfach ein langes Jahr war. Ja, und wir sind erstmal froh, dass wir im März nicht in irgendeine Olympia-Qualifikation müssen, sondern dass wir uns mit starken Gegnern beschäftigen können, wo wir auch viel mitnehmen können, wo wir einiges probieren können. Und dann, wenn wir unsere Quali-Spiele dann bis Mai gespielt haben, wie gesagt, erstmal Urlaub machen für die Spielerinnen und dann bereiten wir uns konzentriert auf auf die Olympischen Spiele in Rio vor. Felicita Rauch, die 90 Minuten auf der linken Außenbahn erst in der ersten Halbzeit, hat sie ja noch einen weiteren Weg nach vorne gehabt als linke Außenverteidigerin, hat das sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit im Mittelfeld, sicherlich ist sie noch ausbaufähig, aber für ihr erstes Länderspiel, die hatte Feuer, die hatte Lust, die wollte sich da durchbeißen und das hat sie gut gemacht. Und Laura, habe ihr gesagt, wenn wir zu Null spielen, dann hast du ein gutes Spiel gemacht. Und ich finde, das hat sie getan. Und es war auch ein gutes Spiel. Sie hat eine gute Chance vereitelt von den Engländerinnen. Einen blöden Ball von hinten raus mit dem Fuß gespielt zum Gegner. Aber ansonsten war das ein perfektes Spiel von ihr. Bei unserer Mannschaft von Sommer bis jetzt, nichts. Gar nichts besser geworden. Wir hatten heute ein Gegner, wo wir gesehen haben, wo wir stehen und wir haben uns jetzt nicht weiterentwickelt von Sommer bis jetzt. Wir hatten geguckt, dass wir unsere EM-Quali-Spiele gut über die Runde bringen. Das ist ja immer, hat ja immer mit sehr viel hohen Konzentration zu tun, dass man gegen vermeintlich Schwächeren eben dann aber auch die Tore macht. Das haben wir gut gemacht, aber wenn wir auf so einem Niveau spielen wie heute, um diese Jahreszeit, November, wo eben, wie gesagt, der Kräfteverschleiß sehr, sehr hoch ist, dann sieht man eben, wo unsere Probleme auch liegen. Und das ist das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Technik unter Gegnerdruck müssen wir verbessern. Wenn dir der Ball 2 Meter wegspringt, wenn es eng ist, dann ist er weg. Du musst ihn an- und mitnehmen können. Er muss dir an den Füßen kleben. Du musst in der Lage sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn ich dann denke, in der ersten Halbzeit, wo wir ganz klar in die Tiefe spielen konnten, wo dann die Mitspielerin alleine auf die Torfrau zugeht, wir spielen dann nach außen. Das hat auch was mit Druck zu tun, nämlich auch mit räumlichen Druck und Zeitdruck, wenn eben direkt ich Feuer kriege von der Gegnerin und da müssen wir uns einfach uns verbessern. Und dann natürlich die Chancenauswertung, das war ja ähnlich wie im Spiel in Kanada, dass wir eben aus wirklich 100%igen Torchancen keine Tore machen. Wir sind froh, dass wir uns qualifiziert haben für die Olympischen Spiele. Das war unser primäres Ziel. Und ich habe gesagt, bevor das Turnier begonnen hat, wenn wir es schaffen, ins Halbfinale zu kommen, dann ist das eine große Leistung. Und das haben wir geschafft, wohl wissend, dass wir eben
10 Tage Regeneration hatten. Also unsere Spielerinnen kamen eben direkt aus der langen Saison und wir konnten uns jetzt nicht gut vorbereiten auf die WM, von daher, und Kunstrasen, und das war, wusste ich, dass das für uns ganz, ganz schwer werden wird bei der WM. Und wie gesagt, primäres Ziel war Olympische Spiele, das haben wir geschafft. Natürlich wären wir auch lieber Dritter geworden oder auch ins Finale gekommen, aber du kannst das im Fußball eben oder im Sport kannst du das nicht immer bestimmen, da haben andere auch ein Mitspracherecht. Von daher bin ich letztendlich zufrieden, dass wir es so weit gebracht haben, wie wir es gemacht haben. Ich bin zufrieden, dass wir einige Spielerinnen wieder die Chance gegeben haben, sich hier zu zeigen in der Nationalmannschaft. Ich bin zufrieden mit der bisherigen Europameisterschaftsqualifikation. Das läuft gut alles, da haben wir unsere Punkte, so wie man das von uns erwartet. Und ich freue mich auf das nächste Jahr und wir werden alle zusammen daran arbeiten, dass unsere Spielerinnen sich weiterentwickeln.